Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ja, hiermit sind wir wieder zurück in einem neuen Game, in einer neuen Folge und in einer neuen Aufnahme. Ja, wie wir gestern dabei stehen geblieben, dass wir die zwei Quests erledigt haben. Einmal mit dem Wolfspelz und einmal mit dem Stab der Götter. Ja, heute wollen wir weitermachen, mit dem wir das Obsidian-Auge vom Zyklopen klauen. Ja, wir haben meditiert bis zur Mitternacht, oder bis zum Sonnenuntergang, nicht Mitternacht, und wollten jetzt uns um die Basis rumschleichen und somit die äußeren Wachen ausschalten, um uns dann nach innen begeben zu können, ohne natürlich entdeckt zu werden, weil wir müssen alle leise ausschalten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir wirklich auch alle so gut wie möglich versteckt ausschalten, so dass wir am Ende in Ruhe das Auge klauen können. Ja, mal schauen, wie viele Anläufe ich brauche, um das Auge überhaupt klauen zu können. Weil ich kenne mich sicherlich so mit Anschleichen habe ich es nicht so. Auch wenn es eigentlich der Spielstil von Assassinen ist oder der Kampfstil. Deswegen müssen wir mal gucken und schauen, wie ich das am besten anstelle. Okay. I need cover. If I'm quiet, I can hide in the bushes. In die Bushes. Ist Bushes überhaupt das richtige Wort für Busch? Malaka. Must be some eye to have that much protection. I have to stay out of view. Dann eliminiere ich den als erstes. Okay, die beiden oberen hier haben wir schon mal weg. By Zeus, the Cyclops doesn't mess around. Ich würde schon sagen, du kannst ja bestimmt drüber balancieren. Okay. Glück gehabt. Der hat ja einen Hund dabei gehabt. Glück gehabt, ich habe niemanden aufgeschreckt durch das Bellen des Hundes. Ah, die Katze, war mir schon wieder zu eng hier. Ein paar Mal wären wir ja fast erwischt worden. Löwen.
will nur wissen, ob der da reingeht und Unruhe stiftet. Gucken, ob der sich bewegt. So, dem seine Le- Schön, wie die alle brennen. Also die, die ich markiert habe, sind bald alle weg, muss ich sagen. Es sind nicht mehr viele da. Mit einem Kopfschuss erledigt. Aber dass sie alle drei in die gleiche Richtung wollten, das ist so unfair. Aber bis jetzt habe ich die Mission noch nicht verkackt. Also Menschen dodgen richtig, ne? So, jetzt sollten ja aber alle besiegt sein. Ah, hier kannst du richtig schön Kohle scheffeln.
Warum sehe ich eigentlich nicht mehr, wo hier die Schätze sind? Na gut, okay. Wir haben wenigstens das Auge. Oh shit. Shit. I should take care of that. Oh fuck. My side. Hey, be careful. Do you know how many of his guards were there? Considering how many showed up here, yes. What did I say about being seen? At least you taught them a lesson. All for a fucking rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the Cyclops. Oh, don't be upset. Think of all the fun we've had. Right. Your fun, my blood. You can't keep dragging me into things, Marcus. This will work, I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. Fine. Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Here, Marcus. Wait! I saw a boat. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the Cyclops, and he brought friends. He's back. Ugh. I can never catch a break, can I? Take them out, and that's one less thing to deal with.
Besides, these strangers look rich as Chrysos. The Cyclops pays them well. It's win-win, my friend. It can't hurt. What do I have to lose? You? You're a winner if I ever saw one. Then where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what golden fortunes shine in their hideout? Send them to Hades, then loot them for all they have. We'll be rich! The eastern coast. Can you be more specific? I think they've settled in an abandoned house by a small forest south of Sami. So, if these visitors aren't from Kefalonia, where did they come from? All I know is Kefalonia will be the last place they'll ever see. I'm keeping some of these golden fortunes, though. No negotiations. Not even a drachma for the man who sent you? The rest goes to pay your debt. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach those strangers what it means to be Kefalonian. Draw blood or bleed. Okay. Kriegerschaden um 2% erhöht, neue Gravur freigeschaltet. Quest abgeschlossen, Auge um Auge, wir sind Level 4. Schicke Gäste. Töte Talos, die Steinfaust. Finde Talos auf der Karte, um ihn aus dem Weg zu gehen oder ihn zu jagen. Dein Ziel ist zurzeit ein Stufen über dir. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Brennfieber. Und danach machen wir die andere Mission. Haben die sich da unten gegenseitig ausgerottet? By the gods! Take them away. What's happened here? Murder! Gods won't help you. This sickness must be destroyed by our hands. We have no choice. Help us! He won't let us go. What's going on? Kausos was consumed by plague. We couldn't keep up with the bodies. It was spreading. We had to intervene. They killed our brothers, our neighbors. We survived the massacre, but he'll kill us now. The gods have abandoned us. The sick must join the dead if we are to save the living. But I don't know anything about the plague. There is nothing you can do. No! If you intervene, I will be forced to defend the gods' wills. Save us from him! Have pity! We aren't even that sick! We'll get better! Nobody gets better! This is the only way all of Kefalonia will save itself from extermination! Please! We have children! Think of them! Don't regret stopping here, Mystios. Let them go. What? You're no god. Ah!
Du Nuttensohn. Ach ja. Eigentlich hätte ich mal testen müssen, was passiert, wenn ich gesagt hätte, ich mische mich da nicht ein. Oh. You're a hero. That priest came from the underworld. Some man of the gods. The real god sent you. Time to go. We're well enough to travel. But need healing. Before you go, take my drachmi. It can't pay for what you gave us, but it's all we have. Forget about that. Just travel safely. You're a gift from the gods, Eagle Bearer. I hope they bless you. Bye, Kina. Be safe. Ja, das war mal eine schnelle Quest. Tja, dann würde ich sagen, machen wir gleich mit der nächsten weiter, wa? Wir dürfen nicht unser Pferdchen vergessen. The abandoned house and the people. Ja, die schlafen alle. Ja, na dann bestatten wir dem mal einen kleinen Besuch ab. Off we go. Yalla. Yalla. Der hat Arbeit für mich. You don't look so good. I angered them, I think. The gods. It's possible. I hear they can be vengeful. I used to worship Hermes at the Droorati cave. There are gods there too, you know. In the cave? They grant wishes if you bring them tribute. So everyone makes an offering and asks for something in return. Ah, no wishes of mine granted though. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself, you know. I did something wrong. You know Hermes. He can be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave, all asking for different things.
Go hear him yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. All right, don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mistios. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Hungrige Götter. Ja, das ist bestimmt so eine Betrügerbande. Aber zuerst töten wir die Neuankömmlinge. Schicke Gäste. I need to stay hidden. Was? Normally have someone else do the field work. I don't suppose you know how to get this stain out. There'll be more blood if you step closer. Perhaps. But then you won't hear my proposition, Mistios. A clean slaughter. Very good work. Not much sympathy for the men who work with you. Not with me. For me. Employees. Now ex-employees, I suppose. So you don't work for the Cyclops? Your kind aren't usually believers of myth. Not the monster. The man. You are an outsider. Why are you here? Indeed, I'm not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is. If you'll follow me, Alexios. Who are you? How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. And knowing me is in yours. My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. The shroud of Penelope?
the wife of Odysseus. You're joking. A piece of it, yes. Impossible. If it existed, it would be priceless. Which is why I want it back. Ithaca's not a small island. I need more information. I'd start at the home of Odysseus. Well, what's left of it? An inspiring tale. A reunion of past lovers. Okay. All right. I'll do it. Don't expect it to be easy. That's why it will cost you. Then it's agreed. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. When you have the shroud, meet me in the Temple of Zeus. I will. Oh, and Mystheus, don't fail. Okay. Oh. Penelopes Totentuch. Ich wollte aber nochmal zurück ins alte Haus, wenigstens noch die Schätze plündern. Kostbare Edelsteine. Ort abgeschlossen. Verlassenes Haus. 195 EP. Scheiße. Headed to the house of Odysseus on a tiny boat. Let's try not to piss Poseidon off, shall we? Eigentlich wollte ich hungrige Götter machen, aber da ist ein Söldner. So, ich wollte jetzt erstmal hier an den Strand flüchten. Wir sind nämlich schon 3 Minuten drüber. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut und machen hier morgen weiter. Dann holen wir mal dieses Totentuch zurück, dann sollte mal Level 5 sein. Dann machen wir noch die hungrigen Götter und dann schauen wir uns eigentlich den Söldner, der mit dem ich mir auf den Zünder geht. Und ja, ja, ich hoffe, euch hat die 5. Folge gefallen. War auf jeden Fall eine spannende Folge. Wir haben es auch gleich beim ersten Anhieb geschafft, dem Zyklopen sein Auge zu klauen. Ich habe jetzt, glaube ich, bloß hier nicht den Ort abgeschlossen, in dem ich den Schatz geplündert habe, aber das kann man immer noch zwischendurch mal machen, einfach hinlaufen, nochmal alles durchsuchen. Und ja. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, falls ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Aktiviert auch gerne die Glocke, falls ihr euch für Assassin's Creed sehr interessiert und sagen wollt, Mensch, ich brauche unbedingt Informationen, weil die neue Folge online ist. Dann aktiviert die Glocke und ihr kriegt jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich sie hochgeladen habe. Morgen werden wir uns dann um dieses Totentuch kümmern und dann noch die hungrigen Götter abschließen und mal schauen, wie die Story weitergeht. Sie wird immer spannender. Mal gucken, was dieser reiche Schnösel da was er für eine Rolle spielt in der Story. Und das werden wir dann morgen erfahren, sobald wir das Tuch abgegeben haben. Und mal schauen, ob Markus uns noch ein paar Schuldenmissionen in die Hand drückt und wir sie erfüllen müssen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Tschüss, bis dahin.